alle Jahre wieder wird im Himmel für die Menschen auf Erden ein Weihnachtskonzert veranstaltet. Und vorher müssen die Musikanten, die Engel, sehr viel üben und proben. Habt ihr es gehört? Das war das himmlische Orchester. Es stimmt seine Instrumente für die Probe. Aber die einzelnen Instrumente, die müssen schon vorher festüben. Die Violine zum Beispiel. Auch die Flöte muss üben, wie ihr auf eurer Blockflöte. Und die große, mächtige Tuba. Stellt euch vor, die spielt ein ganz kleiner, dicker Engel. Sie üben aber alle gerne, die kleinen Engel, weil sie wissen, dass das Christkind ohne himmlische Begleitmusik nicht auf die Erde fliegen kann. Vor einigen Tagen war's. Kapellmeister Cherubinius hatte die letzte Probe vor der Generalprobe fürs himmlische Weihnachtskonzert angesetzt. Alle Engel warteten auf ihn. Wieder stimmten sie ihre Instrumente, übten die Tonleiter, spielten schwierige Stellen in ihrem Notenbüchlein. Auch der Harfenengel Ambrosius stimmte sein Instrument, eine Harfenzither. Doch der Dirigent kam und kam nicht. Dem Ambrosius machte das gar nichts aus, im Gegenteil, er war froh, dass er noch ein bisschen für sich üben konnte. Die anderen Engel hörten gern zu, wenn der Ambrosius spielte. Sie hatten sich alle um ihn versammelt und baten, »Spiel doch noch ein bisschen weiter, bis der Cherubinius kommt.« Kapellmeister Cherubinius kam immer noch nicht. Die Engel wussten natürlich nicht, dass er immer hinter einer dicken Wolkenwand überlegte, ob er dieses Jahr das Weihnachtskonzert in C-Dur oder das in H-Moll aufführen solle. Deshalb musizierte Ambrosius weiter. Diesmal ein bisschen lustiger. Mit der Zeit wurde es den Engeln dann doch langweilig. Und deshalb machten sie Dummheiten. Unsinn! Rumgealbert haben sie eben. Der Flötenengel hat den Posaunenengel vom Stuhl gekippt. Die Oboe hat das Fagott in den Po gezwickt. Das Cello zog den Paukenengel an den Haaren. Dann fiel dem Klarinettenengel ein, dass der Ambrosius am Bauch ganz arg kitzlig ist. »Hör auf! Bitte, hör auf! Du weißt doch, dass ich am Bauch so kitzlig bin!« schrie Ambrosius. Aber das fand der Klarinettenengel ja gerade so lustig. Er kitzelte den armen Ambrosius übermütig weiter am Bauch. Und dann wusste der sich eben nicht mehr zu helfen, hielt seine Harfe erst schützend vor den Bauch und dann ging er mit seiner Harfe auf den Klarinettenengel los. Auf einmal war das Unglück passiert. Ganz genau, wie alles gekommen ist, weiß keiner mehr. Auf einmal machte es... Alle Engel standen starr vor Schreck. »Meinst du, dass sie jetzt kaputt ist, Ambrosius?« Ambrosius sagte kein Wort. Er nahm seine Harfe und versuchte, wieder zu spielen.
Genau in diesem Augenblick kam Kapellmeister Cherubinius. Alle Engel flitzten auf ihre Plätze. Cherubinius hob den Taktstock und ließ ihn schon nach wenigen Takten wieder sinken. Was ist denn mit der Harfe los? Ambrosius, seit wann spielst du denn so falsch? Bitte solo. Mit zitternden Händen griff Ambrosius in die Saiten. Er wusste, was kommen würde. Das darf ja wohl nicht wahr sein, tobte Cherubinius los. Ist aber wahr, leider, sagte Ambrosius ganz leise. Meine Harfe ist kaputt. Sie ist mir runtergefallen. Ich habe sie fallen lassen aus Versehen. Und jetzt hat der Stimmbalken einen Sprung. Ambrosius hat natürlich nicht gepetzt. Nicht gesagt, dass die Klarinette ihn am Bauch gekitzelt hat. Stumm und gottergeben ließ er das Donnerwetter von Kapellmeister Cherubinius über sich ergehen. Hätte ich von dir nicht erwartet, Ambrosius, dass du so mit einer himmlischen Harfe umgehst. Gerade von dir nicht. Bin sehr enttäuscht. Und du weißt ja wohl, dass die Harfe fast das wichtigste Instrument im himmlischen Weihnachtskonzert ist. Ohne dich können wir nicht spielen. Ohne himmlische Harfe unmöglich. Na, da wird sich aber das Christkind freuen. Aber tut mir leid, findet das himmlische Weihnachtskonzert eben dieses Jahr nicht statt. Und es ist nur deine Schuld, Ambrosius, deine Schuld. Und außerdem werde ich Serafina sagen, dass sie dir eine Strafe gibt. Sterne blank reiben, Wolken fegen, Sonnenstrahlen abstauben. Das tut kein Engel gern. Aber für Ambrosius war es viel, viel schlimmer zu wissen, dass er allein schuld sein sollte, wenn dieses Jahr kein himmlisches Weihnachtskonzert stattfinden würde. Ganz arg traurig setzte er sich auf eine kleine, schwarze Wolke. Die anderen Engel versuchten, den armen Ambrosius zu trösten. Geh doch mal zu Petrus. Der kann alles. Vielleicht kann Petrus dir deine Harfe reparieren. Über 7 dicke Schneewolken rannte Ambrosius zu Petrus. Keine Antwort. Ambrosius klopfte noch einmal, ein bisschen lauter. Und dann kam eine Donnerstimme. Potz, Blitz und dreimal zugenäht. Bin ich froh, wenn endlich Weihnachten rum ist. Steht bestimmt wieder jemand vor der Tür und will, dass ich ihm helfe. Petrus vorne, Petrus hinten. Man kommt da überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Die silbernen Glöckchen vom Christkind soll ich noch putzen. Die Schlittenkufen einwachsen. Frisches Heu für die Pferdchen besorgen. Und bei der Frau Holle klemmen die Fenster. Die kann ihre Betten nicht ausschütteln. Und alles, alles soll Petrus schnell machen. Potz, Blitz und Donnerhagel. Soll mir bloß keiner mehr kommen kurz vor Weihnachten und was von mir wollen. Da getraute sich Ambrosius natürlich nicht mehr, den Petrus zu fragen, ob er ihm seine Harfe reparieren könne. Noch viel trauriger setzte er sich wieder auf die kleine schwarze Wolke und weinte bitterlich. Schwarzen Wolke, sondern in seinem Körbchen saß zur gleichen Zeit ein kleiner Hund mit langen Ohren. Mit sehr langen Ohren. Und die ließ er ganz lang hängen, weil er nämlich sehr traurig war. Mehrmals hatte er schon ganz vorsichtig ein bisschen gebellt, um sein Frauchen aufmerksam zu machen, wie ganz arg traurig er sei. Aber Frauchen schimpfte unentwegt aus der Küche raus. Mein lieber Knuddel, wenn du so weitermachst, kriegst du noch nicht einmal einen ausgekochten Suppenknochen zu Weihnachten. Das kannst du dir hinter die Ohren schreiben. Knuddel kann gar nicht schreiben, schon gar nicht hinter seine Ohren. Da kann er sich nur kratzen mit den Pfoten. Und das tat er denn ausgiebig und gründlich. Das tut er immer, wenn er etwas verstehen will, was er einfach nicht verstehen kann. Weihnachten.
Was ist das bloß? Ist Weihnachten ein ausgekochter Suppenknochen? Wenn Weihnachten eine feine Leberwurst wäre, dann wäre es viel schöner. Ist es aber nicht. Nein, Weihnachten ist, wenn Frauchen immerzu sagt, ich werde noch wahnsinnig. Wenn Herrchen keine Zeit hat zum Gassi gehen. Wenn alle sagen, geh in dein Körbchen, lass mich in Ruhe. Kann jetzt nicht mit dir spielen, hab keine Zeit kurz vor Weihnachten. So ist es. Wenn keiner Zeit hat für einen armen Hund, noch nicht mal ein freundliches Wort übrig. Und wenn Frauchen böse ist mit einem, auch wenn man überhaupt nichts Böses getan hat. Knuddel hält es nicht mehr aus. Er kann es nicht ertragen, wenn Frauchen mit ihm böse ist. Bedächtig, Pfote für Pfote, steigt er aus dem Körbchen, trabt freundlich schwanzwedelnd in die Küche und schaut Frauchen mit seinem herzerweichenden »Es tut mir ja so leid« Blick an. »Geh bloß weg. Ich mag dich überhaupt nicht mehr. Bist ein ganz unmöglicher Hund. Meine schönen Zimtsterne.« Da bellt der Knuddel beleidigt auf. Er hat keinen Zimtstern geklaut, keinen einzigen. Das ist wirklich wahr. Er hatte wie üblich seinem Frauchen bei der Küchenarbeit geholfen. Aufgepasst, dass der Küchenboden schön sauber bleibt. Frauchen lässt nämlich immer wieder aus Versehen was runterfallen. Mal einen Klacks Butter, mal eine Tasse Zucker, mal kullern ihr die Haselnüsse vom Tisch und der Knuddel putzt sofort alles weg. »Hat mir gerade noch gefehlt«, schrie Frauchen. »Kann doch meine Zimtsterne nicht schwarz werden lassen.« Und dann hat sie schnell das Backblech aus dem Herd gezogen und, weil sonst nirgends Platz war, auf dem Küchenboden abgestellt. Sie ging zum Telefon und Knuddel blieb ganz allein in der Küche. Der zimtsternewürziger Duft stieg dem Knuddel verführerisch in die Nase. »Oh, ganz schön heiß noch.« Fast hätte er sich die Schnauze verbrannt. Er wich einige Schwanzlängen zurück und dann schlich er sich sacht wieder ran. Mmh, wie das duftet. Riecht aber echt gut. Schnuppern darf man, das darf man. Nur klauen darf man nicht als guter Hund. Voller Wonne schnupperte Knuddel das Backblech ab. Das Wasser lief ihm im Maul zusammen. Und dann, ganz automatisch, kam die Zunge raus. Und mit ihr hat er dann fein säuberlich den Eiweißzuckerguss von den Zimtsternen geleckt. Hat sich gar nichts Böses dabei gedacht. Er war richtig erschrocken, als Frauchen zurückkam. »Knuddel, ich werde wahnsinnig. Meine Zimtsterne, die kann ich doch keinem mehr anbieten, wenn du sie vorher abgeleckt hast.« Das konnte Knuddel überhaupt nicht verstehen. Ihm würde es nämlich gar nichts ausmachen, einen Zimtstern zu fressen, den Frauchen vorher abgeleckt hat. Aber die hat fast geweint und getobt und geschrien hat sie und den Knuddel aus der Küche gejagt. Ja, und deswegen saß er dann so traurig in seinem Körbchen, genauso traurig wie der Engel Ambrosius auf der kleinen schwarzen Wolke. Engel Ambrosius weinte immer noch bitterlich. Aber dann kam Serafina. Serafina ist ein Oberengel, im Himmel für Freud und Leid zuständig, weil sie alles und jeden versteht. Sie ist so eine Art Sozialarbeiterin im Himmel. Serafina wusste natürlich auch schon, warum Ambrosius so verzweifelt war. »Nun, lass mal nicht gleich die Flügel hängen, Ambrosius«, sagte sie. »Wir werden schon einen Ausweg finden, damit das himmlische Weihnachtskonzert auch dieses Jahr gespielt werden kann. Ich habe schon einen Plan. Muss vorher noch schnell das Christkind fragen. Warte ein bisschen, ich bin gleich wieder da.« Da wurde es dem Ambrosius aber viel, viel leichter ums Herz. Nach einer Weile kam Serafina zurück und rief schon von Weitem, »Klappt alles bestens, Ambrosius, du darfst. Du darfst auf der Erde einen Menschen suchen, der dir deine himmlische Harfe repariert.«
Ambrosius konnte natürlich zunächst überhaupt nichts verstehen. Aber dann erklärte ihm Serafina, dass jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, ein Engel auf die Erde zu den Menschen gehen darf, für ein paar Tage mit einem dienstlichen Auftrag. Er muss sich umsehen auf der Welt, wie die Menschen so sind, was sie machen, was ihnen fehlt. Und darüber dann im Himmel ganz genau Bericht erstatten. Man weiß zwar im Himmel fast alles über die Menschen, aber oft sind auch dicke Wolkenbänke zwischen dem Himmel und der Erde und versperren die Aussicht. Oder Nebel liegt über der Welt. Und dann sieht man eben doch nicht alles so genau. Deswegen schickt man eben jedes Jahr einen Engel so als Reporter auf die Welt. Und dieses Jahr darf ich zu den Menschen? Schrie Ambrosius überglücklich. Serafina, du bist der allerbeste Oberengel. Ganz bestimmt werde ich auf der großen Welt einen Menschen finden, der mir meine himmlische Harfe reparieren kann. Ganz bestimmt. Und natürlich werde ich mich auch genau umsehen, damit ich ganz genau berichten kann, wie die Menschen sind. Serafina lächelte. Dass du mir es ja nicht machst wie der Engel Franziskus. Der hat uns letztes Jahr einen ganz schönen Bären aufgebunden. Alle Menschen hätten ein dickes Fell und einen langen Schwanz und einen großen krummen Schnabel und würden auf Bäume klettern und den ganzen Tag schaukeln und Bananen fressen. Der Franziskus hat sich nur im Zoo rumgetrieben, weil es ihm bei den Elefanten und Affen und Papageien so gut gefallen hat. Ambrosius versprach hoch und heilig, es nicht wie sein Vorgänger Franziskus zu machen. Und außerdem müsste er ja sowieso zu den Menschen, weil ihm ein Elefant oder Affe bestimmt nicht die Harfe reparieren könne. Serafina lächelte wieder und dann erklärte sie ihm, dass er natürlich mitten unter den Menschen nicht als Engel auffallen dürfe. Seine langen blonden Locken, die dürfte er behalten, aber die Flügel müsste er natürlich abnehmen, sobald er auf der Erde gelandet sei. Serafina gab ihm einen kleinen braunen Sack. Darin sollte er dann seine Flügel verstauen. Und die himmlische Harfe, das ist übrigens keine große Konzertharfe, sondern eine Harfenzither, die himmlische Harfe sollte er in einem kleinen grünen Rucksack auf dem Rücken tragen. Ganz so, wie es die Menschen früher auch mal getan haben. Und dann wurde Ambrosius eingekleidet. Blaue Kortjeans, weißer Rollkragenpulli, olivgrüner Anorak, braune Wildlederstiefel, rotkariertes, sauberes Taschentuch. Serafina sagte ihm, dass man auf der Erde sehr viel husten und niesen muss, weil die Luft nicht so rein ist wie im Himmel. Und dass er immer Bitte und Dankeschön sagen muss und nur bei Grün über die Straße gehen darf. Und dass man in der Straßenbahn nicht schwarz fahren darf. Sie gab ihm Kleingeld und steckte ihm für alle Notfälle noch ein paar echte Goldstücke in den kleinen braunen Sack, der für die Flügel gedacht war. Bei den Menschen, sagte sie ihm, muss man alles bezahlen. Geld ist ganz arg wichtig. Ambrosius war natürlich ein bisschen verwirrt von all dem. Also, wenn man schwarz über die Straße geht, muss man Geld bezahlen vorher und Dankeschön sagen und in der Straßenbahn darf man nicht grün fahren. Serafina lachte. Du wirst es schon lernen. Mach einfach alles so, wie es die Menschen machen, Ambrosius. Alles andere wird sich dann finden. Hoffentlich, sagte Ambrosius. Hoffentlich finde ich aber auch einen Menschen, der mir ganz schnell meine Harfe repariert. Das ist natürlich in deinem Falle und in diesem Jahr das Allerwichtigste, sagte Serafina. Am besten fragst du jeden Menschen, den du siehst und auch gleich den allerersten, dem du begegnest, bitte können Sie mir meine Harfe reparieren oder kennen Sie einen anderen Menschen, der es kann? Ja, und dann zögerte Serafina ein bisschen. Sie wurde richtig verlegen, wie es sich eigentlich für einen himmlischen Oberengel gar nicht ziemt. Ambrosius, ich hätte da noch eine ganz kleine, private Bitte. Der Petrus, dem würde ich so gerne zu Weihnachten ein Stück Leberwurst schenken. Hat der noch nie gegessen, aber ich weiß, er träumt oft von feiner Leberwurst. Und sowas gibt es ja nicht bei uns im Himmel. Und ich... Also ich würde so gerne mal eine Brezel mit Butter essen, lieber Ambrosius. Engel Ambrosius versprach, alles zu erledigen, packte die himmlische Harfe in den Rucksack, nahm den kleinen braunen Sack für die Flügel, in dem auch die Goldstücke waren, in die linke Hand, wartete noch ein bisschen, bis es richtig dunkel war, und flog dann ab, hinunter zur Erde. Kein bisschen traurig war er mehr. Und der Knuddel...
war um diese Zeit auch nicht mehr traurig. Oh nein, der Knuddel war sogar mal wieder richtig froh, wegen der Leberwurst nämlich, die er vor sich sah. Dreimal so lang wie er war die und mindestens doppelt so dick. Noch nie hatte Knuddel so eine riesen Leberwurst vor sich gehabt. Mitten auf der Straße lag sie, fast direkt vor seiner Schnauze. Aber eben leider nur fast. So sehr er sich auch abmühte, er kam einfach nicht dran, nicht ran an die feine große Leberwurst. Wie verhext war es, wie wenn ihm jemand die Beine am Boden festgeklebt hätte. Schlimm war es, wirklich schlimm. Da hat man nun endlich mal eine feine große Leberwurst vor der Schnauze und kommt einfach nicht dran. Und dann wuchs die Leberwurst, wuchs und wuchs, wurde immer größer und dicker. Bloß näher kam sie nicht. Im Gegenteil, die schien immer weiter abzurücken, hatte auf einmal Beine, ganz viele, wie ein Tausendfüßler. Der Knuddel hat sich vielleicht aufgeregt. Vor allem, weil auf einmal der dicke Kater Othello kam und auch noch seine große schwarze Pfote auf die Leberwurst legte. Weg da! Trau dich bloß nicht! Die gehört mir! Das ist meine, meine Leberwurst! Endlich! Mit allerletzter Kraft hat's der Knuddel dann fast geschafft. Er wollte gerade mit Hochgenuss in die feine Riesenleberwurst beißen. Da ging das Licht an und eine wohlbekannte Stimme ertönte, sehr unfreundlich. Also, dieser Hund macht mich noch wahnsinnig. Nicht mal bei Nacht hat man seine Ruhe. Warum hast du denn bloß so laut gebellt und geknurrt? Ich habe mich so erschrocken, dachte, ein Räuber wäre da oder ein Einbrecher. Ganz langsam gingen dem Knuddel die Augen auf. Was er sah, war aber keine Leberwurst, sondern bloß Frauchen im Schlafanzug und hinter ihr Herrchen im Bademantel. War blinder Alarm, lachte der. Unser Hund hat nur laut geträumt. Aber Frauchen wollte sich nicht beruhigen. Ein unmöglicher Hund wäre das, der einem mitten in der Nacht aus dem Bett jagt und auch noch kurz vor Weihnachten, wo man sowieso vor lauter Aufregung nicht schlafen könne. Schon wieder dieses Wort Weihnachten. Knuddel schaute sein Frauchen verzweifelt an. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Liege doch ganz brav in meinem Körbchen. Frauchen sagte kein Wort, vor allem kein Liebes, knipste nur das Licht aus und ging. Zurück blieb im Dunkeln allein ein kleiner Hund, der wieder mal überhaupt nichts verstehen konnte. Wo ist bloß meine Leberwurst? Wo ist sie geblieben? Dreimal drehte er sich um sich selbst, bis er endlich wieder den richtigen Platz im Körbchen gefunden hatte, zum Weiterschlafen. Aber er war sehr traurig. Wieder mal hatte er das Gefühl, ich bin ganz bestimmt der allerärmste Hund von der ganzen Welt. Niemand versteht mich. Kein Mensch. Kein Mensch. Kein Mensch? Wie tröstlich wäre es für den armen Knuddel gewesen, wenn er instinktiv geahnt hätte, dass es mittlerweile und ausnahmsweise mal nicht nur Menschen auf der Erde gibt. Beim Niesen merkte Engel Ambrosius, dass er wirklich auf der Welt angekommen war. Serafina hatte ihm ja gesagt, dass die Luft bei den Menschen nicht so gut sei wie bei den Engeln im Himmel. Er hatte sein rot kariertes Taschentuch genommen und putzte sich tüchtig die Nase. Dann montierte er seine Flügel ab und steckte sie in den kleinen braunen Sack. Und dann sah er sich um auf der Welt. Dunkel war's. Kein Mensch weit und breit. Er war mitten auf dem Marktplatz gelandet. Mitten auf dem Weihnachtsmarkt. Nur nach Mitternacht verkauft da kein Mensch mehr Currywurst und Schaschlik und gebrannte Mandeln und Zuckerwatte und Nürnberger Lettkuchen und Teddybären und Kerzen und Christbaumkugeln. Aber das alles wusste der Engel Ambrosius ja nicht. Und plötzlich entdeckte er doch einen Menschen. Mitten in der Nacht. Mitten auf dem Marktplatz. Dieser Mensch war nur etwas erhöht, weil es eben ein sehr großer Mensch war. Engel Ambrosius
kletterte die drei Stufen hoch und sagte tapfer, »Bitte, können Sie mir meine himmlische Harfe reparieren? Oder kennen Sie, bitte, einen anderen Menschen, der es kann?« Keinen Mucks gab dieser Mensch von sich. Ambrosius fasste ihn zaghaft an der Hand. Dieser Mensch schien das gar nicht zu merken. Ambrosius zupfte ihn vorsichtig am langen Mantel. »Bitte, meine Harfe ist doch kaputt.« Aber dieser Mensch war eiskalt und steinhart. Das merkte Ambrosius bald. Der lachte noch nicht mal, wenn man ihn am Bauch kitzelte. So was Komisches. Bestimmt hätte Ambrosius im Himmel berichtet, dass die Menschen eiskalt und steinhart sind. Und noch nicht mal lachen, wenn man sie am Bauch kitzelt. Wenn Wulli ihm nicht gesagt hätte, dass Friedrich Schiller schon sehr lange nicht mehr sprechen und lachen kann. Ambrosius hatte nämlich mitten auf dem Marktplatz das gusseiserne Denkmal von Friedrich Schiller, dem großen deutschen Dichter, am Bauch gekitzelt. Den Wulli, den hatte er gleich danach kennengelernt. Ambrosius war enttäuscht, die drei Stufen wieder runtergeklettert und hatte die Zeltplane von einer Weihnachtsmarktbude leicht angehoben. »Was willst denn du jetzt noch? Bist wohl von zu Hause ausgerissen?« brummte Wulli, ein dicker, brauner Teddybär, und rieb sich den Sandmännchensand aus den Augen. Ambrosius sagte natürlich, »Bitte, können Sie eine himmlische Harfe reparieren? Oder mir, bitte, einen Menschen zeigen, der es kann?« Darauf brummte der Teddybär Wulli, »Ich friere, mir ist sehr kalt.« Arg gesprächig war Teddy Wulli nicht. Er sagte nur, »Kerlchen, du bist wie ich. Weißt nicht, wo du hingehörst. Seit vielen Tagen liege ich jetzt schon hier in der Bude auf dem Weihnachtsmarkt und hoffe, dass mich eine liebe Mutti einem lieben kleinen Buben schenkt, der mich ganz arg lieb hat. Abends mit in sein Bett nimmt, dann müsste ich nicht mehr so frieren.« Kalt war es dem Engel Ambrosius auch. Er hatte richtig arg gefroren. Wenn er seine Flügel noch angehabt hätte, wären die bestimmt schon zu Eis gefroren gewesen. Und deswegen nahm Ambrosius gerne das Angebot an, im Korbsessel der Weihnachtsmarktbude zu schlafen und den Teddy Wulli ganz fest in den Arm zu nehmen. So hatten sie es beide schön warm. Die Nacht war vorbei. Weihnachtsmarktbudenbesitzer Vesper Bier wollte wieder Teddybären und Puppen und Affen und Plüschkamele verkaufen. »Putz, Blitz und dreimal zugenäht!« schrie er. »Da schläft ja ein kleiner Junge in meinem Korbsessel und hält den Wulli fest im Arm.« Ambrosius wachte auf, dachte schon, er wäre wieder im Himmel und hätte den Petrus »Potz, Blitz« sagen hören. Aber dann fiel ihm alles wieder ein. »Entschuldigen Sie, bitte, können Sie vielleicht meine himmlische Harfe reparieren oder mir bitte einen Menschen zeigen, der es kann?« Herr Vesperbier lachte laut, aber fast ein bisschen traurig. »Kerlchen, du siehst aus wie ein reiner Engel, und du willst einen armen, alten Mann auf den Arm nehmen? Du lieber Himmel, ich kenne doch die Welt. Ausgerissen bist du fortgelaufen, und jetzt hast du Hunger, und ich auch. Und weißt du, was ich uns beiden jetzt zum Frühstück kaufe?« Tja, das konnte natürlich der Engel Ambrosius nicht wissen. Aber eigentlich war er gar nicht überrascht, als ihm Herr Vesperbier Brezeln und Leberwurst zum Frühstück servierte. Drei frische Brezeln hat er gegessen. Die schmeckten wirklich himmlisch. Dann war noch eine Brezel übrig. Herr Vesperbier sagte, »Komm, Kerlchen, steck die Brezel in deinen Sack. Wirst bestimmt noch Hunger haben, der Tag ist lang. Und die Leberwurst, das ist noch ein großes Stück, die kannst du auch einpacken. Wirst sie bestimmt noch gut brauchen können.« Wenn der Herr Vesperbier gewusst hätte, wie wichtig die Brezel und die Leberwurst für den Engel Ambrosius waren. Immerhin hatte Ambrosius jetzt schon einen Teil seines himmlischen Auftrags erfüllt. Er würde berichten können, dass sich manche Menschen eiskalt und hart wie Gussstahl anfühlen, dass manche Menschen gerne vespern und dass Teddybären warm geben. Und Leberwurst für Petrus und eine Brezel für Serafina hatte er auch schon in seinem Sack. Jetzt musste er nur noch einen Menschen finden, der ihm seine himmlische Harfe ganz schnell reparieren konnte. Ambrosius ging weiter durch die Welt.
Eine Straße wollte er überqueren, um in eine Straßenbahn einzusteigen. Da zeigte die Verkehrsampel rot. Fix versuchte er sich zu erinnern, was ihm Serafina gesagt hatte. Erst bezahlen und dann schwarz über die Straße gehen und nicht grün fahren in der Straßenbahn. War es nicht so? Wann muss man bezahlen? Bei schwarz oder bei grün? Von Rot hatte ihm Serafina überhaupt nichts erzählt, aber sie hatte gesagt, er solle das tun, was die Menschen auch tun. Und nur deswegen ging Ambrosius bei Rot über die Straße. Da packte ihn doch gleich ein Polizist am Arm. Junge, merke dir, auch wenn die Großen Quatsch machen, muss man das als Kind nicht nachmachen. Und bei Rot über die Straße gehen ist Quatsch, lebensgefährlich. Und um dich wäre es wirklich schade, Kerlchen. Siehst aus wie ein kleiner Engel. Ambrosius nützte natürlich die Gelegenheit und fragte den Polizisten, »Bitte, können Sie vielleicht eine himmlische Harfe reparieren? Oder kennen Sie bitte einen Menschen, der es kann?« »Dachte ich es mir doch, dass du musikalisch bist, mein Junge«, sagte der Polizist. »Meine Isabelle spielt auch Flöte, sehr gut sogar, spielt beim Jugendorchester mit. Die haben morgen ihr Weihnachtsfestkonzert. Jetzt ist sie gerade bei der Probe.« Ambrosius dachte sofort, dass er dort vielleicht auch einen Menschen finden könne, der eine Harfe reparieren kann. »Bitte, wo ist die Probe für das Weihnachtsfestkonzert?« »Da kommt gerade die Straßenbahn«, sagte der Polizist, »die Linie 27. Wenn du mit der bis zur Haltestelle Kuckucksruf fährst, dort ist die Schule. Und die Probe ist natürlich im Musiksaal.« Ambrosius war nie mit einer Straßenbahn gefahren. Vor allem war er vorher auch noch nie in eine Straßenbahn eingestiegen, in die viele Menschen ganz schnell rein wollten. Er hatte den Rucksack mit der Harfenzither auf dem Rücken, in der linken Hand den kleinen braunen Sack, in dem seine Flügel waren, und die Brezel für Serafina und die Leberwurst für Petrus und die Goldstücke für alle Notfälle. Wussten die Menschen ja nicht. Die haben ihn geschubst und gestoßen. »Mach schon, dummer Bengel!« »Nicht so lahm. Träumst wohl am hellen Tag.« »Los, los, los, bisschen schneller, bisschen schneller.« Ambrosius war heilfroh, als er endlich in der Straßenbahn drin war. Und dann fuhr die mit einem Ruck an. Ambrosius hätte fast das Gleichgewicht verloren. Schon wieder schrie ihn ein Mensch an. »Hast wohl noch nie was von gehört, dass man sich in der Straßenbahn festhalten muss, Lausebengel, war? Kommst wohl von einem anderen Stern, war? Bist wohl vom Mond gefallen, war?« Und die anderen Menschen lachten, als ob dieser Mensch etwas Lustiges gesagt hätte. Ambrosius fand es aber gar nicht lustig. Und dann hatte er auch noch vergessen, vor lauter Schreck bei dem Straßenbahnschaffner gleich einen Fahrschein zu kaufen. Und schon wieder sagte so ein großer, dicker Mann, »Oh, kennt man ja, sieht aus wie ein Engel, macht ein unschuldiges Gesicht und fährt in der Straßenbahn schwarz.« Der Schaffner gab ihm dann seinen Fahrschein. Ambrosius setzte sich auf einen Platz, nahm seinen Rucksack auf den Schoß, stellte den kleinen braunen Sack neben sich hin, und als der Schaffner rief, »Haltestelle Kuckucksruf«, da konnte er gar nicht schnell genug aus der Straßenbahn rauskommen. Leider hat der Ambrosius erst viel später gemerkt, dass er ohne den kleinen braunen Sack ausgestiegen war. Außerdem war er so froh, weil aus dem großen Haus direkt an der Haltestelle Musik kam, richtig schöne Musik. Und er dachte, dass in einem Haus, in dem man so schöne Musik macht, bestimmt auch ein Mensch sein würde, der eine himmlische Harfe reparieren kann. Den Musiksaal der Schule fand er schnell, immer dem Gehör nach. Ambrosius öffnete, sacht wie ein Engel, die Tür, setzte sich ganz leise auf einen Stuhl in der letzten Reihe und war sehr überrascht, wie gut und schön Menschenkinder schon bei der Generalprobe für ihr Weihnachtsfestkonzert musizieren und singen.
Die Generalprobe für das Weihnachtsfestkonzert der Schule im Kuckucksruf war zu Ende. Die Kinder waren froh, sie wollten alle schnell nach Hause. Nur der Dirigent, der Hauptlehrer Pieper, blieb bei Ambrosius stehen und ein kleines Mädchen. Ambrosius sagte zuerst, dass ihm das Konzert sehr gut gefallen habe. Und das kleine Mädchen wollte gleich wissen, ob er ein Neuer sei, ob er zu ihnen in die Schule käme. Und Lehrer Pieper wollte natürlich genau wissen, warum und wieso er überhaupt da wäre und in welche Klasse er gehe. Ambrosius wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Er wusste nur, dass da wieder eine Gelegenheit war zu fragen, »Bitte, können Sie eine himmlische Harfe reparieren? Der Stimmstock an meiner Harfenzither hat einen Sprung.« Und schnell holte er seine Harfe aus dem Rucksack hervor und spielte. »Das klingt ja schauerlich«, sagte Lehrer Pieper. Dann nahm er die Harfe in die Hand und betrachtete sie fachmännisch. »Ja, so eine Harfe habe ich noch nie gesehen. Die muss schon sehr, sehr alt sein.« »Ja«, sagte Ambrosius, »vor allem aber ist sie kaputt. Können Sie sie vielleicht reparieren?« »Ich nicht«, sagte Lehrer Pieper. »Aber ich habe einen Onkel, der kennt sich noch mit alten Instrumenten aus. Dem könnte ich mal schreiben. Kannst ja nach Weihnachten wieder mal kommen, mein Junge.« »Nach Weihnachten ist es zu spät, viel zu spät«, sagte Ambrosius traurig und packte seine Harfe wieder in den Rucksack. Dann ging er aus dem Schulhaus und setzte sich vor der Tür auf die Treppe und wusste überhaupt nicht mehr, was nun werden sollte. Auf einmal stand das kleine Mädchen neben ihm. »Hast du denn? Warum bist du denn so traurig? Bloß weil deine Harfe kaputt ist, Mensch. Ich habe meine Flöte auch mal fallen lassen. Ist sie gesprungen, vorne im Mundstück. Hat mir mein Opa wieder prima geklebt.« »Ich habe aber keinen Opa«, sagte Ambrosius. »Und wo ist denn deine Mutti und dein Vati?«, fragte das kleine Mädchen. Ambrosius gab keine Antwort. »Sehr schöne Haare hast du aber, wie ein Engel«, sagte das kleine Mädchen dann. »Ich heiße übrigens Isabel. Wer hast du denn?« Ambrosius sagte seinen Namen. Isabel lachte, weil sie so einen komischen Namen noch nie gehört hatte. »Ambrosius! Wie kann man nur Ambrosius heißen?« Aber als Isabel merkte, dass Ambrosius immer trauriger wurde, da lachte sie nicht mehr. Sie wollte wissen, ob er überhaupt schon zu Mittag gegessen hätte und ob er nicht mit ihr nach Hause kommen möchte. Ihre Mutti wäre sowieso nicht da, die müsste arbeiten und käme immer erst nach 5 Uhr. Und sie würde sich jetzt Spaghetti kochen mit Tomatensauce. Ob er auch so gerne Spaghetti mit Tomatensauce esse. Alle Kinder würden doch gerne Spaghetti mit Tomatensauce essen. Tja, und weil Ambrosius ohnehin nicht wusste, wohin er gehen sollte, und weil er außerdem Isabel auch sehr nett fand, ging er mit ihr nach Hause. Und dann kochte Isabel Spaghetti mit Tomatensauce. Ambrosius hatte noch nie Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Das könnt ihr gar nicht glauben, gell? Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, wie er mit den Spaghettis gekämpft hat. Wie lange es gedauert hat, bis er endlich eine in den Mund gekriegt hat. Eher könne er den Wind fangen, meinte er lachend, als 2 Spaghettis auf dem Löffel halten. Und ihr könnt euch sicher auch denken, wie arg Isabel gelacht hat. Und wie der Ambrosius dann nach dem Kampf mit den Spaghettis und der Tomatensauce ausgesehen hat. Sein weißer Rollkragenpulli war rot getupft, in den Haaren, auf der Hose, überall Tomatensauce. Aber dafür hatte er seinen Kummer ganz vergessen. Er hat wieder gelacht. Ja, und dann ist es passiert. Vor lauter Freude und Übermut hat er laut gedacht. »Ich muss der Serafina unbedingt solche Spaghettis mitbringen. Der Petrus wird sich den Bauch halten vor Lachen, wenn die Engel Spaghettis essen wollen. Das gibt vielleicht eine Gaudi im Himmel.« Vor Schreck ließ Isabel ihren Löffel in die Tomatensauce fallen. »Serafina, Petrus, Himmel, Engel?« »Ambrosius, sag bloß, du bist ein Engel.« »Ach, ich habe mir doch schon so oft gewünscht, und schon so oft habe ich geträumt, einmal einen wirklich echten, richtigen Engel zu sehen.« Da konnte Ambrosius nicht anders. Er hatte das Gefühl, dass er Isabel die Wahrheit sagen müsse. Und das war gut so, denn ohne die Hilfe von Isabel wäre bestimmt alles schiefgegangen. Außerdem sagte Isabel auch sofort,
und das war auch wieder gut so, dass alles ihr Geheimnis bleiben würde. Keinem anderen Menschen würde sie sagen, dass Ambrosius ein Engel sei. Denn viele Menschen wären so komisch dumm. Die würden einfach nicht mehr an Wunder glauben. Und Wunder wären doch das Allerschönste auf der Welt. Sie wollte natürlich die Flügel von Ambrosius sehen. Und Ambrosius, ja, der wollte seine Flügel aus dem kleinen braunen Sack raus. Oh, wo habe ich denn meinen Sack? Da sind doch meine Flügel drin. Meine Flügel. Wenn ich die nicht mehr habe, dann kann ich ja überhaupt nicht mehr zurückfliegen in den Himmel. Du lieber Himmel, jetzt ist alles aus. Ich habe meinen Sack nicht mehr. Und da sind meine Flügel drin. Und die Brezel für die liebe Serafina und die Leberwurst für den guten Petrus. Und die Goldstücke für alle Notfälle. Jetzt ist alles aus. Isabel, jetzt ist alles aus. Ambrosius und Isabel, beide waren sehr traurig. Sie hatten große Sorgen. Die Harfe war immer noch nicht repariert. Ambrosius hatte den Sack, in dem seine Flügel sind, nicht mehr, und bald sollte Weihnachten sein. Trauriger geht's nicht mehr. Trauriger geht's nicht mehr, dachte zur gleichen Zeit auch der arme Knuddel. Draußen vor der Tür saß er im Garten. Frauchen hatte ihn ausgesperrt, weil er mit einem Kamel gespielt hatte, im Wohnzimmer mit einem grün karierten Kortsamtkamel. Und dabei war der arme Hund wirklich nicht schuld, dass der Bauch noch nicht zugenäht war von dem Kamel. Nie und nimmer wäre er sonst auf die Idee gekommen, die Watte, die Frauchen in das Kamel gestopft hatte, wieder rauszuziehen. Schön flöckchenweise. Hat viel Spaß gemacht. War wie Schnee. Knuddel mag Schnee, vor allem frisch gefallenen. Herrlich fand er's, wie die schneeweißen Flöckchen durchs Wohnzimmer tanzten. Bald lag überall Schnee, auf dem Fernseher, auf dem Radio und dem Klavier, dem Schrank, der Couch, den Sesseln und auch auf dem Knuddel. Seine langen Ohren waren ebenfalls in weiße Watte getaucht. Ja, und dann kam Frauchen. Nein, nein, ich kann nicht mehr. Jetzt werde ich aber wirklich wahnsinnig. Knuddel, du bist der allerletzte Hund. Stimmt nicht. Der Knuddel ist der allerärmste Hund von der ganzen Welt. Wie wild hat er sich geschüttelt, weil es ihn so toll gejuckt hat. Dieser komische Schnee in den Ohren und in den Augen und am Bauch auch. Und dann hat Frauchen einfach die große Glastür zum Garten aufgerissen und ihn rausgejagt. Lange saß er traurig vor der Tür und hat die feuchte Schnauze an die Scheibe gedrückt. Aber Frauchen hat nicht aufgemacht. Die muss ihn wohl vergessen haben. Aber dafür hatte er nicht vergessen, dass im Gartenzaun ein Loch ist, das Herrchen vergessen hatte zuzumachen. Knuddel machte sich dünn, schlüpfte durch und trabte los. Ganz ohne Ziel stromerte er einfach vor sich hin. Schnupperte mal da an einem Zaun, hob mal dort an einem Baum sein Bein, dachte weder an etwas Böses noch an etwas Gutes, aber auf einmal stieg ihm ein ganz eigenartiger Duft in die Nase. Geradezu himmlisch roch's, aber dann auch wieder irgendwie nach prima feiner Leberwurst. Wirklich, sehr eigenartig. Instinktiv wurde Knuddel sofort hellwach. Sein Instinkt sagte ihm, dass er dieser Spur unbedingt folgen müsse. Der eigenartige Geruch kam aus einem kleinen braunen Sack. Und diesen kleinen braunen Sack trug ein großer, dicker Mann, der es sehr eilig zu haben schien. Er rannte fast, als ob er etwas angestellt hätte, etwas zu verbergen hätte. Knuddel blieb ihm auf der Spur. Irgendwie witterte Knuddel, dass da was faul war. Zumal es dem Mann sichtlich unangenehm war, dass Knuddel immer hinter ihm herlief. Er drehte sich sogar nach Knuddel um und fauchte, »Was willst du denn, verdammter Köter? Mach, dass du wegkommst!« Damit machte er sich bei Knuddel erst recht verdächtig. Menschen, die ein gutes Gewissen haben, die freuen sich nämlich, wenn ihnen ein kleiner Hund nachläuft und sagen höchstens, »Armer Hund, hast du dich verlaufen? Hast du dein Frauchen verloren? Suchst du dein Herrchen?« Die sagen nie, »verdammter Köter!« Knuddel verfolgte weiter den verdächtigen Mann, und der wurde immer nervöser, richtig ängstlich. Auf einmal blieb er stehen und sagte, »Verdammt nochmal, ich habe den kleinen braunen Sack nicht geklaut. Ich habe ihn nur in der Straßenbahn gefunden und wollte ihn morgen oder bald auf dem Fundbüro abliefern. Ist ja sowieso bloß Krampf drin, den ich nicht brauchen kann. Wegen den paar Goldstücken will ich nicht wieder ins Gefängnis kommen.« Und dann
ließ er den Sack einfach fallen und rannte davon. Knuddel beschnupperte den kleinen braunen Sack sehr aufmerksam. Der Geruch war eigenartig, ungewohnt, aber irgendwie war auch ein bisschen der Duft von prima feiner Leberwurst dazwischen. Knuddel beschloss, diesen Sack zu bewachen und nicht mehr von ihm zu weichen, bis sich die Sache aufgeklärt hatte. Und so setzte sich der gute Knuddel neben den kleinen braunen Sack, kratzte sich hinter seinen langen Ohren und wartete. Ungefähr eine halbe Stunde später war es. Hauptwachtmeister Prellbock fuhr zum zweiten Mal die Straße entlang, und da fiel ihm auf, dass der kleine Hund mit den sehr langen Ohren immer noch an der gleichen Stelle saß und einen kleinen braunen Sack bewachte. Er hielt an, zumal ihm der Hund bekannt vorkam. »Da ist es nicht der Knuddel, der mal bei uns auf dem Polizeirevier war, weil er sich bei einem Gewitter verlaufen gehabt hat? Ja, und der dann unsere ganze Salami gefressen hat?« Knuddel bellte natürlich freudig, als er den Polizisten sah, sprang aufgeregt hin und her zwischen dem Sack und der Polizei. »Ja, was hast du nur mit dem Sack?« schüttelte Hauptwachtmeister Prellbock den Kopf. »Ja, vielleicht hat er ihn einem Dieb abgejagt. Am besten, ich nehme den Sack mit auf die Wache.« Und das fand Knuddel ganz prima. Ehe der Polizist den Sack ins Auto getragen hatte, saß Knuddel schon drin. Und weil die Polizei ihn kannte, hatte Prellbock nichts dagegen und fuhr mit Knuddel und Sack zum Polizeirevier. Dort freuten sich natürlich alle Kollegen, als sie den Knuddel wieder sahen. Aber dann sahen sie in den kleinen braunen Sack hinein und wunderten sich sehr über seinen Inhalt. Zwei Engelsflügel, eine Laugenbrezel, ein Stück Leberwurst und einige Goldstücke? Sehr verdächtig. Doch dann kamen sie auf die Idee, dass dieser Sack vielleicht einem Kind gehöre, das auf einer Weihnachtsfeier den Engel spielen soll. Und die Mutti hat ihm eben als Vesper eine Brezel und ein großes Stück Leberwurst mitgegeben. Aber die Goldstücke? »Na, die hat das Kind vielleicht von seiner Oma geerbt«, meinte ein Polizist. Knuddel konnte auch keine Erklärung abgeben, weil man nicht bellen soll, wenn man das Maul voll Salami hat. Und Ambrosius und Isabel, die saßen immer noch traurig zu Hause und überlegten hin und her, wer die Harfe reparieren könnte, wie man den Sack mit den Flügeln wiederfinden könnte. Und dann hatte Isabel endlich eine gute Idee. Wenn man auf der Welt etwas ganz Wichtiges verliert, geht man zur Polizei. Die findet nämlich fast alles wieder. Und sie ist meistens sehr nett zu Kindern. Sie nahm den Ambrosius an der Hand und marschierte mit ihm zur Polizei. Unterwegs fiel Isabel aber noch etwas ganz Wichtiges ein. Die Polizei will immer genau wissen, wie man heißt und wo man wohnt. Und einfach Ambrosius, das ist nur ein Vorname, das würde nicht genügen. Wir müssen uns einen Nachnamen für dich überlegen, Ambrosius. Und eine Adresse. Ambrosius Harfenengel. Ist nicht gut. Harfenzitter? Auch nicht gut. Engelmann, Cherubiniusweg, Serafinerallee, Petrusstadt. Fand Isabel alles schlecht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Ambrosius, bis wir bei der Polizei sind. Wird uns schon noch etwas einfallen. Hand in Hand gingen Ambrosius und Isabel in die Polizeiwache. Und damit der Ambrosius sich gar nicht erst verplapperte, sagte Isabel ganz schnell, »Das ist Ambrosius Himmelhoch, er wohnt in Sternheim in der Schneewolkengasse 17, und der kleine braune Sack da, der gehört ihm.« »Ja«, stotterte Ambrosius, »und den brauche ich ganz dringend wieder, bitte.« »Das kann ich mir denken«, lachte Polizeihauptwachtmeister Prellbock, »sonst kannst du ja kein Engel sein.« Ambrosius erschrak. Ob die Polizisten doch was gemerkt hatten? Aber schon sagte Oberwachtmeister Schmalzried, »Oh, da brauchen wir kein Protokoll anzufertigen, keine Personalien aufzunehmen. Das können wir unbürokratisch regeln. Der Fall ist klar, der kleine braune Sack ist einwandfrei Eigentum von diesem kleinen Jungen.« Und dann gab er Ambrosius den Sack mit den Flügeln, der Brezel und der Leberwurst für Petrus wieder und sagte, »Bedanken musst du dich bei dem kleinen Hund da, bei Knuddel. Der hat ihn gefunden und bewacht, bis wir gekommen sind.« Ambrosius wollte eigentlich dem Knuddel die Leberwurst schenken. Aber die Polizisten meinten,
dass der Knuddel schon so viel Salami bei ihnen bekommen hätte, dass es ihm bestimmt schlecht werden würde. Das fand Knuddel gar nicht nett von der Polizei. Von Leberwurst war ihm nämlich noch nie schlecht geworden. Aber bitte, wenn die Polizei meinte... Außerdem war da schon wieder ein Problem aufgetaucht für die Polizei. Die merkten, dass Ambrosius immer noch traurig war. »Ja, jetzt hast du doch deine Engelsflügel wieder, Junge. Jetzt kannst du doch mitspielen bei eurem Weihnachtsspiel.« »Kann er eben nicht, weil doch seine Harfe kaputt ist.« Ambrosius holte seine Harfenzither aus dem Rucksack und lieferte der Polizei den Beweis für Isabels Behauptung. »Na, das klingt ja grausam. Hör bloß auf!« sagte Kriminalkommissar Kreuzkrumm. Der hatte es im Nebenzimmer gehört. »Morgen werde ich pensioniert und kann mich endlich meinem Hobby widmen, alte Musikinstrumente wieder instand setzen. Warum muss man heute noch meine armen Ohren so beleidigen?« Isabel schaltete ganz schnell. »Bitte, hier, die Harfe hat einen Sprung. Nur deswegen klingt sie so schauerlich falsch. Vielleicht können Sie...« Auch Ambrosius blickte den alten Kreuzkrumm ganz verzweifelt an. Der nahm die Harfe und wunderte sich etwas, weil er so ein altes Instrument wirklich noch nie gesehen hatte. Er konnte sich gar nicht erklären, wie ausgerechnet so ein kleiner Bengel zu einem so kostbaren Instrument kommen könne. Ambrosius wollte natürlich nicht sagen, dass alles erklärlich würde, wenn man den Buchstaben B vor Bengel wegließe. Aber dann lächelte Kriminalkommissar Kreuzkrumm glücklich. »Ja, ich glaube, ich kann's. Seit kurzem gibt es so eine neue Kunststoffmasse. Die verhält sich völlig neutral. Damit habe ich auch ein 200 Jahre altes Cello, das im Körper einen Sprung hatte, wieder hingekrischt. Habe ich sogar in meinem Schreibtisch diese Holzfüllmasse in der Tube. Wart mal ein bisschen ab, mein Bub. Ich probier's. Dauert nur ein paar Minuten.« Die anderen Polizisten waren natürlich sehr aufgeregt. Und Isabel und Ambrosius erst. Tja, und dann kam der alte Kreuzkrumm nach ein paar Minuten mit einem strahlenden Lächeln wieder aus seinem Zimmer, gab Ambrosius die Harfe und der begann sofort zu probieren. Kleiner Engel Ambrosius ist längst wieder zurückgeflogen. Die Brezel hat der Serafina sagenhaft geschmeckt. Petrus fand die Leberwurst einfach himmlisch. Und sehr interessiert haben die beiden zugehört, als Ambrosius ihnen erzählt hat, dass vielleicht alles schiefgegangen wäre ohne den Knuddel. Und dass der auch so gerne Leberwurst mag wie der Petrus. Petrus nickte sehr ernst mit dem Kopf und versprach dem Ambrosius, sich das mit der Leberwurst gut zu merken. Und das himmlische Weihnachtsfestkonzert konnte dann natürlich stattfinden. 3 Tage später, als endlich wirklich Weihnachten war. Und da lag auch längst kein Schnee mehr im Wohnzimmer, da stand ein wunderschöner Christbaum. Unter dem hat doch der Knuddel eine ganz feine Leberwurst gefunden. Herrchen, Frauchen, die Kinder, niemand konnte sich erklären, wie diese Leberwurst unter den Christbaum gekommen war. Aber vielleicht gibt es an Weihnachten noch Wunder. Dem Knuddel war das wurscht. Ihm ist immer wurscht, wo eine Leberwurst herkommt. Hauptsache, sie ist da und schmeckt gut. Und die schmeckte wirklich himmlisch. »Fröhliche Weihnachten, mein lieber Knuddel«, sagte dann Frauchen. Sie hat ihn dabei ganz lieb angeschaut und zart im Nacken gekrault. »Mein lieber Knuddel«, hatte sie endlich mal wieder gesagt. Da war er aber glücklich und leckte ihr spontan mit der Leberwurstzunge übers Gesicht. »Ja, ja, ich weiß, du bist der allerbeste Hund auf der ganzen Welt.« Und da hat der Knuddel auf einmal gewusst, was Weihnachten ist. Ganz arg glücklich war er da.
Weihnachten ist, wenn man das Gefühl hat, das Gefühl, ich bin ja gar nicht der allerärmste Hund von der ganzen Welt.